Recht herzlich willkommen zur 153. Folge von City Skylines. Ja, der MAZ hatte mir geschrieben und gesagt, hier, dieses hier, also da sind Tote, die beerdigt werden müssen und wenn da keine Wagen kommen, dann haben wir ein Problem damit und deswegen sollten wir ins Budget gehen und da gucken, dass wir Gesundheit auf 100% machen, einfach aus dem Grunde, weil die Leichenwagen dann auch nicht mehr so viele sind und dann haben wir ein Problem. Gut, dann machen wir das auch noch hoch. Kostet uns jetzt ein bisschen was mehr, aber dafür müssen wir dann halt gucken, dass wir irgendwo noch was, wenn stilllegen. So, und dann sollten wieder mehr Fahrzeuge hier fahren und dann die abholen, ne? So, müssen wir gucken. Wir können ja nochmal da reingucken und schauen, friedhofstechnisch und so. Ah, es ist noch viel da, ne? Aber die müssen halt auch erst leer werden, dass wir sie wegmachen können, ne? Also wir haben da einen, wir haben da einen. Dann könnte der eigentlich, hier ist schon einer, den können wir eigentlich wegziehen, ne? Lass uns den mal gerade angucken. So. 0 von 10 werden verwendet, weil ja keiner an ist, geschlossen ist. Da ist jetzt keiner. Ich glaube, wir machen den nur erstmal aus. Das soll ja jetzt nicht so das Problem sein, denke ich mal. Ne? Was wir jetzt abreißen, können wir auch nicht wieder aufbauen, weil wir kein Geld haben. Ne? Da dürfen wir nicht uns selbst Probleme damit machen. Ne? So. Das passt. Hier muss noch was weg auf jeden Fall. Da noch. Aber dafür müssen die erst geräumt sein, dass das geht. Räumungen finden aber statt. Ich gucke mal gerade rüber, ob irgendwo noch einer ist. Ja, hier haben wir sie auch schon abgeschaltet. Das ist schon mal gut. Da hinten war auch einer. Hier muss noch einer abgeschaltet dann werden. Und hier haben wir hier oben einen. Ja, hier haben wir einen. Gut, dann ist das auch soweit in Ordnung. Wurde jetzt wieder eine Ecke teurer, ist klar. Wir haben jetzt hier auch schon wieder 92.000, aber die Leute kommen auch. Das ist auch gut. Sollten vielleicht nochmal schauen, dass wir zwischendrin noch was abarbeiten hier in Richtung. Ist kaputt. Hier zum Beispiel so, ne? Das wegreißen damit. War schon von alleine weggegangen, der. Nein, den treffe ich jetzt da nicht. So. Sieht es hier ein bisschen besser aus. Bodenrichtwert steigt dann ja auch. Eins versteckt. Läuft aber. Gut. Sieht schon besser aus, ne? Können wir auch noch ein bisschen durchforsten. Ja, dann auch zu überlegen, dass man die Flächen da zwischendurch auch vielleicht entfernt, ne? Komm, machen wir hier. Mehr steuern, was wo läuft. Hier unten nochmal hin, da hat man ja auch viel gemacht. Hier noch. Hier weg. Wenn wir auch die Balken da unten mal irgendwann wieder so kriegen, dass wir sagen können, okay, jetzt ist gut, jetzt wird es wieder normal gesteuert.
Zurzeit flackert da unten nämlich gar nichts aus. Auf, nicht aus. Ist das noch aus? Ja. Gut. Hier nehme ich weg einfach aus dem Grunde, weil da hinten was hin muss. Ist alles gut. Sieht schon besser aus. 400 Leute kommen zu, wir sind bei 42.000. Das ist gut. So sehe ich jetzt nichts. Hier ist auch noch, ne, die ist, doch, das ist noch Fläche, die kann auch weg. Gut, okay. Im Hinterhof braucht auch nichts sein. So wie hier, ne? Das sind freie Flächen, die aber nicht bebaut werden, weil kein Straßenanschluss da ist, ne? Mach das mal weg. So. Ah, das weiß ich noch wohl. Ist ja nichts drauf, dann kann der Strom da auch nicht fließen. Passt schon. Machen wir weg. Ist hier was mit Strom eigentlich? Keine Strombrücke, die findet nur da statt. Okay, könnte, wenn die Häuser sind, das da stattfinden. Ich glaube ja, ne? Dann reißen wir die besser nicht weg. Gucken, ob das weggeht dann. Jo. Und wird das dann abgerissen? Zu ihm war reiner Zufall wahrscheinlich, ne? Hier gibt es ein kleines Müllproblem. Oh. Na, jetzt ist zu spät, jetzt ist es weg. Jetzt können wir es auch weglassen. Sieht es hier mit Strom aus? Die Verbindung ist da. Dann machen wir das weg. Okay. Jetzt machen wir hier nochmal den Bagger an, aber vielleicht besser im Strom den Bagger, dann sieht man es besser. Bisschen sauber machen hier. Sieht aber alles relativ gut noch hier aus. Ja, das war schon knapp da. Hier sind noch drei. Kommen, die will ich auch weg haben. Das ja. Mach das auch weg. Das, damit das hier sich verbinden kann. Ja, das ist nämlich nicht, oder? Doch, ist durch das Karussell da. Aber lass trotzdem da. Besser, wenn das kommt und läuft. Was haben wir hier? 66.000, das ist schon mal runtergegangen. Wir haben fast 44, wir haben jetzt 44.000 Einwohner, das ist auch gut. Tendenz steigend. Hier gibt es noch was. Hinterhofgeschichten, das kann ganz weg. Ja, dann lass uns hier mal gerade den Bagger noch durchgehen. Die Häuser noch weg. Ich weiß nicht, das lassen wir da besser wegen Stromanschluss, ne? Das weg, das weg.
So, passt. Sieht ganz gut aus, oder? Hier ist jetzt ein Friedhof. Der ist aber stillgelegt, okay. Ja. Da hinten nur drei Häuschen, die könnte man wegmachen. Das kann weg. Oh, jetzt haben wir wieder einen falschen mit erwischt. Und da auch. Naja, war das? Das war so ein grüner, ne? Machen wir so. So. Ne, dann den Bagger rausholen. So war das. War noch eins da? Nein. Läuft. Da sind noch zwei Häuschen, die wir können. Passt schon. Hier gibt es noch was. Da eins. Das sieht gut aus dann. Unten blitzt gerade nichts auf, ne? Also es ist genug da. Und wir nehmen noch. Oh, hier ist kein Strom. Warum fehlt jetzt hier der Strom? Und da fehlt er auch. Warum fehlt hier der Strom? Weil hier nichts ist. Sofort da irgendwas platzieren, was geht. Okay. Da drüben gibt es auch noch sowas. Aber das hat dann keine Verbindung mehr da, oder wie sehe ich das? Okay, nach da geht der Strom, nach da geht er auch, aber von da nach da nicht. Hier gibt es keine Verbindung, also muss die Verbindung hier gewachsen. Okay, dann müssen wir hier was anbauen. Es ist gerade grün gefragt. Mach so. Da ist ein Häuslein. So, wie ist der Strom? Bis dahin geht er. Das heißt, wenn hier Wachs wächst, haben wir auch eine Verbindung. Eine Absicherung. Das sieht gerade ganz schlecht hier an dem Viertel aus, ne? Aber die Leute kommen trotzdem noch. Ja, komm, Bagger raus und auf jeden Fall schon mal hier durchforsten. Ist hier irgendwo eine Stromleitung? Nein. Und da müssten wir eigentlich erst die Wohnflächen wegmachen, ne? Aber hier ist kein, na doch, die Neubauten, die kommen auch, wenn kein Strom da ist, ne? Die sind schon mies drauf, die meisten. Ziehen deswegen noch weg. So, hier wird schon gebaut wieder. Okay. Hier ist kein Strom dran, man, da muss hier was wachsen. Tut es aber nicht. Die Backup-Leitung hier hinten rum ist auch noch nicht da, ne?
Das war jetzt nicht die tolle Idee, das Eckhaus wegzureißen. Hier wohnt bald keiner mehr. So, und jetzt machen wir schnell das weg hier. Und ziehen auch welche da hinten mehr hin. Würde ich hoffen. Die ziehen auch alle weg. Na, jetzt haben wir das weggemacht. Ach komm, den machen wir dann wieder hin. Weg. Das lass. Die werden auch alle noch ausziehen, wenn der Strom nicht kommt. Aber wir hoffen ja darauf, dass hier was gewachsen. Also gewachsen. Wächst. So. Ja, hier, die nächsten sind dann schon wieder dran, ne? Ist klar. Wegen kein Strom. So. Das kann auch noch weg. Blau wird da unten angezeigt, gerade ein kleines bisschen. Hier mal grün drin, ne? Ein Haus ist schon mehr geworden, ne? Aber das reicht nicht. Das zweite. Und dann ist die Frage, ob das rüberspringt. Ja. Von hier kommt auch kein Strom. Hier ist der Strom jetzt auch weg. Oder zu wenig, weil da hinten nur zwei Windräder pusten. Hier ist auch eine Verbindung abgebrochen. Okay. Machen wir das nur an. Da muss nur einer hin, dann wird es klappen, ne? Mach den an. Okay, Stromverbindung schlecht, aber Leute kommen immer noch, zum Glück. Hier sind zwei Windkrafträder oder drei, die machen wir dann gerade wieder vielleicht besser an. So. Eins ist noch aus, ne, jetzt ist es auch an. Haben wir ein bisschen mehr Strom. Aber auch nur bis hierhin, ne? So, jetzt ist der Friedhof hier natürlich auch so weit, dass man den ausstellen könnte. Gucken wir mal gerade an. Okay, aber der wäre auch der, der bleibt. Und ja, den da hinten wahrscheinlich auch. Können wir gerade noch mal rüber gucken. Hier sind zwei, ne? Das heißt, dieser kann auch aus. Den machen wir aus. So hatten wir es. Ne, so. Hier ist alles okay erstmal. Den haben wir schon ausgestellt. Oder ist das daneben? Ne, das ist daneben. Das bedeutet, den machen wir auch aus. Weil daneben noch einer ist, der da. Ja, wo war der da gerade? Da. Da ist auch einer jetzt, der kann auch raus. Ja, da sind ja noch zwei. Hier hinten ist auch einer, aber der
bleibt an. Und den schalten wir gerade wieder ein hier, dass der wieder funktioniert. Gut. Hier muss noch was weg. Ja. Soweit so gut, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Ne, machen wir Strom an. Ist hier einer hingekommen? Ich glaube, da ist einer hingekommen, ne? Kann sein. Aber da nix. Wie sieht es hier aus? Ja, hier wächst es weiter zusammen. Obwohl Wassermangel ist. Die Häuser wachsen und dann gibt es auch hier die kaputten. Das ist alles gut. Und das Stück wird kleiner. Und hier muss das gleiche noch passieren, ne? Aber zurzeit sind noch alle Flächen da, die wir brauchen. Leute kommen, wir haben 46.600. Wir haben gleich wieder unsere 47.000, ne? Ausgaben sind aber gerade noch mit 78.000 relativ hoch. Ja. Hier ist natürlich alles verlassen. Jetzt kommen hier gerade alle Balken hoch. Das ist okay noch. Das wird jetzt knapp, das lassen wir mal stehen. Den geht auch. Stimmt, der war nicht so gut. Randgebiete sollte man vielleicht doch nicht mehr machen. Da lassen wir es. Der kann weg. Oh, die Leitung hier durch hat Strom. Aber nicht wirklich von der Seite. Und da steht ein Haus und shit. Ich glaube, das nehme ich noch weg. Hier die letzten, da kommt gerade ein Haus gebaut. Ich den wegnehme, hatte trotzdem noch Strom, naja. Da wird gerade ein neues gebaut, passt also. Ist alles noch gut hier. Das nicht wegnehmen. Wegnehmen. So, und dann Flächen löschen hier. Damit die wo bauen, hier nämlich. Hier war noch blauer. So, da sind schon wieder welche hin, kann da sein. Wir müssen diese Flächen runternehmen, damit da gebaut wird, wo wir es brauchen. Jetzt ist wieder kein Strom mehr da. Ist da einer weggezogen irgendwo? Also hier wäre wichtig, dass die Verbindung kommt. Gut. Das sind nur Bäume oder was? Das sind nur Bäume, ne? Das glaube ich auch. Ja, die werden wir auch alle meutern.
und wegziehen. Aber wir haben über 47.000 Einwohner, das ist schon okay so. Hier wäre es wichtig, dass die da weiter bauen. Die beiden Flächen können weg. Jetzt haben wir den Strom noch mal her. Diese Leitung hat jetzt keinen Strom. Die war letztens noch blau. Ah, jetzt wird hier gebaut. Kommt dann wieder Strom? Ne, das ist ja eigentlich angebunden, ne? Es fließt nicht genug rüber, oder wie sehe ich das? Hier musste was hin, ne? Haben wir aber leider nicht. Okay, jetzt kommt Wind auf und dann ist es wahrscheinlich, dass das dadurch, ne, Strom fließt. Hier ist schäbig. Mach das mal dahin. In der Hoffnung, dass es wird. Gut, okay. Sind hier noch Flächen? Nein, leider nicht. Gut, okay. Hier unten ist auch jetzt kein Strom mehr. Jetzt werden uns gleich die Leute weglaufen. Oder liegt es jetzt gerade dran? Nicht an den Verbindungen, sondern an den fehlenden Kraftwerken. Hier läuft der Wind. Haben wir hier nicht ein Ölkraftwerk irgendwo? Ja, das läuft auch noch, ne? Ja. Was hat denn das zu bemuppeln, das Ölkraftwerk? Nicht genügend Treibstoff, das ist es, okay. Im reduzierten Betrieb. Okay. Eine Woche. 50 Megawatt. Die LKWs erreichen das nicht. Aber eigentlich haben wir an Straßen ja nichts schlecht gemacht, oder? Oh. Einschalten. Aber die Menge des Stromes, warte mal, ist gut. Es ist also nicht das jetzt. Es muss irgendwo anders herrühren. Hier ist das, das ist da. Das ist die Reichweite dann. Wo fehlt es? Hier müsste eine Verbindung her. Da ist einer. Hier fehlt's. Hier fließt nichts. Ist ja nicht blau. Da gibt's aber auch nichts, was fließen kann. Aber hier sind auch keine Flächen eingezeichnet. Sollten wir vielleicht gerade machen. Industrie ist gerade alles angezeigt, ne? Machen wir erstmal so zwei Flächen dahin. Machen wir so und das weg. In der Hoffnung, dass da was passiert. Hier ist alles verbunden im Endeffekt. Hier springt es nicht rüber. Wegen zu weit weg von Straße. Hier ist es und das ist schon ausgewählt zum Bauen. Wäre schön, wenn sie es dann auch tun. Hier reicht's nicht dafür, dass es rüber geht hier. Sonst shit. Das will er nicht machen. Wegen Mangel. Gut. Aber wir haben diese Verbindung nach da. Und die Verbindung muss hier rüber noch fließen. Ja. Da ist, wenn's wichtig. Was macht denn unsere andere Stelle, wo wir
genug Strom produzieren, aber keine Verbindung haben hier. Ja, ich glaube, hier ist auch schon ein Stück näher was gekommen, ne? Ja, das ist schon weiter belagert worden. Ich glaube, wir sollten das noch machen. Vielleicht geht es dann besser. Vielleicht wollen die ein zusammenhängendes Industriegebiet haben, die Leute. Und wo ist das andere? Das ist hier. Das wächst langsam zu. Dauert aber. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen taktischer vorgehen. Na, jetzt ist der schon weg von alleine. Ne? Lass das mal besser so. Irgendwann verschwindet, wird gerade einer gebaut, deswegen läuft's. Nimm die Fläche weg und die Fläche weg, weil stromtechnisch geht es da auch weiter. Ja, das wird werden, aber es wird dauern. Und hier müssen wir auch schließen. Okay, wir sind bei 47,5. Wir haben gerade wieder ohne Ende Leute, die weglaufen. Liegt definitiv daran, dass wir hier natürlich das Stromproblem haben. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Da können wir gleich hier ausmisten und dann wieder weniger machen, ne? Aber ich sehe schon gerade, ich bin wieder stundenlang am Bauen. Ich glaube, das soll erstmal für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.